langjähriger, ewiger Freund der Vittorio. Wird er nicht umsonst als Maestro. Wird er nicht umsonst als Maestro von Monte Grappa bezeichnet, hat irrsinnig viel für die ganze italienische Grappa-Kultur, für die hochwertige Grappa-Kultur, genauso für die hochwertige, oder er hat es eigentlich gegründet, mehr, oder für die hochwertige Obstbrandkultur beigetragen. Er bekommt jetzt für die 100% Destillate und für den Grappa die Klassifizierung World Class und bekommt für seinen Moscato Giallo die Goldmedaille. Warte, ich nehme das eine. Ihr werdet euch wundern, jeder, der den Vittorio kennt, weiß, dass er relativ lang für die Anreisen braucht. Der Vittorio war heute wirklich um 12 Uhr schon bei mir. Und wisst ihr warum? So, der Vittorio war ja schon bei der ersten Destillata zu meinen Zeiten dabei, 1991. Und wenn man jetzt da hinüberschaut, da hinten ist die Kaiserburg, bei der ersten Destillate in Backlenkirchen haben wir dort die Preisverleihung gehabt und ob man es glaubt oder nicht. Da hat er die Auffahrt versammelt und deswegen ist er heute viel zu früh gekommen. Der Vittorio, er hat ja schon beim Hubertus 2018 für sein Lebenswerk, ist er ja für uns nicht nur ausgezeichnet, sondern wirklich geadelt worden, hat er schon den World Spirit Award bekommen. Aber der Vittorio ist ein Mensch, er ist charmant, er ist liebenswert. Und er ist ein total naturverbundener Mensch. Wir haben die meisten, was da sind, wahrscheinlich, die haben in Sachen Lebenskultur, in Sachen Essen und Trinken sehr viel von ihm gelernt. Soll ich weiterreden oder willst du was sagen? Vittorio, irgendwas musst du schon sagen jetzt. Ja, natürlich. Was wirklich deine Intention ist, das zu machen. Du willst absolute Qualität. Was anderes zählt für dich? Das seit immer nicht. Das ist, das war immer dabei. Die Freude ist eigentlich mitzumachen, ist wieder unter Freunden zu sein. Menschen, die sich täglich Mühe geben, um sich zu verbessern und immer bessere Sachen anzubieten. Menschen, die ich eben liebe, und das sind meine Freunde. Vittorio, wir haben von dir wirklich so viel gelernt. Ich glaube, wenn ich sage, können wir sagen, dass die meisten von da jetzt sagen, danke Vittorio, was wir von dir alles gelernt haben. Und Vittorio, bitte bleib lang gesund mit wenig neuen Ersatzteilen. Und wir freuen uns. Ich versuch's, ja. Wir freuen uns schon wieder, wenn wir uns wieder um 7 Uhr bei der Einkehr treffen, dann können wir wieder das feiern, was wir am liebsten tun, essen und trinken. Gut. Okay. Danke.